Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gold Rush. In der letzten Folge war ich mir nicht so ganz sicher, wie der Commander Krieger hier und ich gemeinsam hier weiter fortfahren sollen. Jetzt habe ich eine relativ gute Idee davon, denn ich habe einen Plan. Einen Plan, der die beste Balance gibt zwischen, naja, wir wollten diesen Bug, den es gab, nicht wirklich ausnutzen, trotzdem darauf hinarbeiten und trotzdem aber immer was Abwechslungsreiches zeigen. Ist ja nicht so, als wenn ich mir keine Gedanken mache, wie ich euch denn möglicherweise bestmöglich unterhalten kann. Und zwar sieht dieser Plan wie folgt aus. Wir fahren zur Bank, nehmen einen Kredit über 5 Millionen auf, kaufen alle Maschinen, stellen die dahin und beenden das Let's Play. Nee. Also das frage ich mich übrigens wirklich, warum man dann Let's Play auch weitermacht, wenn man Videos macht, wo man dann einmal alle Maschinen zeigt und auch benutzt oder so und dann, also das ist mir nicht ganz klar. Habe folgende Idee in Wirklichkeit gehabt. Pass auf. Wir mieten, denn die Mietprovision liegt bei 0,35, also 35%, ja. Und wie erwartbare Menge Gold 15? Verschmutzung? Hä? Was sind das für Werte? Also wir haben hier, was? Warte mal, Gelände 10.000, Provision, Preis pro Quadratfuß. Gut, der ist der teuerste, ist klar. So. Erwartbare Menge Gold 15. Was? 15 was? Und Verschmutzung 10. 15 zu 10. Old Arnold, ist immer glücklich, wenn neue möchte gerne Goldgräber. Pff. So, warte mal. Erwartbare Gold 20 zu 15. 15 zu 10. 15 zu 10. Was ist da jetzt besser? Nach den jüngsten geodätischen Messungen stellte sich heraus, dass es der größte Goldklemme der Gegend ist. Niemand kann sagen, wie viel Gold es tatsächlich gibt, aber die zu erkundende Fläche ist enorm. 20 zu 15. 15 zu 10. Und laut meinen mathematischen Kenntnissen wäre 20 zu 15 the best bang for the buck. Jedenfalls, wir mieten den, denn das kostet ja keine Miete täglich oder monatlich, sondern nur anteilig. Wir mieten das, damit wir nach und nach die Maschinen da aufstellen, während wir trotzdem selber weiterarbeiten, dass wir uns diese Maschinen leisten können. Und erst dann testen wir Tier 3. Und ich glaube, das ist eine gute Balance zwischen diesem Fehler oder diesem Ford-Patch nutzen und jetzt. Okay? Okay. Das heißt, wir können jetzt da hinfahren und die erste Maschine aufstellen. Und ich habe keine Ahnung, welche das ist. Echt nicht. Wir gucken mal unser, wie heißt denn das Ding? Notizbuch. Tier 3. So, wir brauchen Shaker, Trommel, Duplex, Sluicebox, Big Power Generator. Wenn wir allein den schon aufstellen, sind wir schon eine ganze Folge mit zugange. Trommel. Duplex, Jig. Wir fahren mal hin und gucken mal, was wir uns überhaupt leisten können. Dann gucken wir mal, wie wir das dahin transportieren können. Dann weiß ich doch alles gar nicht. Das weiß ich doch alles gar nicht. Woher soll ich das denn wissen? So, ich habe übrigens auch die fehlende Matte gekauft. Und zu viel Geld sollten wir auch nicht ausgeben, weil ihr seht, von den 24.000, die wir Anfang dieser Aufnahme noch hatten, ist auch schon der ganze Teil runter. Für unsere teuren Mitarbeiter. So, Mitarbeiter, weiß ich nicht. Die könnten wir vielleicht da schon mal arbeiten lassen, aber wir selber nicht. So. Die Wascherin können wir uns alle leisten, ne? Was ist das denn? Eine Wascherin, die kleinere Steine vom Rütteltisch holt. Ich glaube, der Rütteltisch ist das Erste, was wir brauchen, ne? Genau. Den kaufen wir. Und dann stellen wir den mal auf. Also ich glaube, das ist jetzt so die beste Kompromisslösung. Und ihr seht dann auch immer wieder was Neues. So. Checkout. Könnten wir den transportieren? So, wir sind jetzt bei Parzelle Old Arnold. Lagerraum Rütteltisch. Pine Valley. 1500. Und das gucken wir uns jetzt an. Denn die nächste Frage ist, müssen wir jetzt einen Bagger dafür kaufen? Wenn wir nämlich einen Bagger dafür kaufen müssen. Eieiei. So, wir müssen Pine Valley. Das ist hier oben. Dazu müssen wir... Ist das hier Spin Tires, dass wir hier durchfahren können?
Ich fürchte nicht. Das bedeutet, wir fahren jetzt hier aus der Stadt raus, am Schmied vorbei, dann immer der Straße entlang und dann links. Über die Brücke und dann links. Dann wieder ganz durch und dann rechts. Ach du Gott. Ach du dicke Männer. Was ist los? Spring an! So. Ich würde gerne da aber trotzdem dann auch einen Waschtisch aufbauen, damit wir da Mitarbeiter einstellen können, da oben, die ja schon mal arbeiten. Das will ich auf jeden Fall machen, oder? Einverstanden? Wir müssen nicht auf unser Geld aufpassen. Was passiert denn, wenn wir pleite gehen? Ich weiß es nicht. So, wir sollten die Sachen auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Sowas automatisch immer noch von Hand. Also an dem Handbetriebenen waren ja 35 Leute dran, ne? Wir lassen das erstmal. Erstmal gucken wir uns überhaupt um, ob das überhaupt da so eine Fläche gibt. Und bevor wir da jetzt wieder groß anfangen, irgendwie zu planen und dann doch wieder alles verpeilen, los geht's. Na, gucken. Also, was unterscheidet das? Hier kommen wir, glaube ich, mit relativ sicher mit über schöne Straßen dahin. Das war ja da hinten nicht so. Moment, wir haben doch noch eine Sache, wollen wir noch gucken. Und zwar, hier hinten war ja auch was gesperrt. Ist das eventuell kürzer? Nee, oder? Ich glaube nicht, dass es kürzer ist. Aber hier fahren wir diesen Bogen rum. Können wir ja mal gucken. Was ist das? Travel beyond this point not recommended. War es auch immer. Oh, hier ist ein Indianerstamm. Ah, die wollten ja auch so kleine Gimmicks einbauen. Aha. So viel zu dem Thema, wo wir dann langfahren. Das hat sich gerade geklärt. Auf wundersame Weise. Ist ein Klassiker, dass wir dem einen aussteigen. Was ist denn hier los? Gibt es hier Opfergaben? Kann ich hier... Kann ich hier Goldbarren, die ihr geopfert habt, einfach einsammeln? Natürlich geht das, oder? Nicht. Ach cool, ne? Das ist hier einfach mal so, hier so, da haben sie dann mal so ein Ding hingebaut. Ne? Why not? Hast du vielleicht Goldbarren geladen? Nein. Und jetzt alle so, oh, da lag doch einer, du hättest nur noch gucken müssen. Mann, bist du doof. Du bist so dumm. So. Also ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um unseren Kontostand, wenn ich ehrlich bin. Wir waren ja gerade beim Schmied. Lass uns mal eben schnell nochmal die anderthalb Unzen, die wir gerade haben, wegtun, weil... Wenn wir jetzt da irgendwie ganz weit in der Walachei sind und uns festfahren und dann pleite gehen, das wäre nicht so schön. Da kann ich drauf verzichten. So. Komm mal her. Ei, guten Tag. Ich bin der Olaf. Ich mag gern Gold verkaufen. So, schmelzen. Zack. Da ist das Goldnugget. Ich habe jetzt irgendwie Hunger auf Nuggets. Was habe ich denn noch? Ich habe da noch so komisches... Wie heißt denn das? Nicht Risotto? Wie heißt denn dieses Zeug, was man im Wasser aufkocht und das dann so das aus... Nicht Reis, das andere. Und wenn man das irgendwie... dann hast du dich den ganzen Tag da schon satt... Das ist ja nur eine Sättigungsbeilage. Hast du dich schon satt dran gefressen? Was habe aber noch... Frische Pilze hatte ich doch erwähnt. Was wäre denn, wenn ich die Pilze mit ein bisschen Zwiebelchen anbrate und dann dazu tue? Ich glaube, das würde schmecken. Könnte das auch als Soße dazu machen. Habe ich denn noch so ein bisschen Creme Fraiche oder Sahne? Bestimmt. Weil nämlich Sahne und Creme Fraiche, das könnt ihr euch mal merken schon mal, macht immer alles besser. So, übrigens zum Thema Kredite. Ich wollte das nur mal einmal zeigen. Ne? Weißt Bescheid.
Also wenn das mal eng werden sollte, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. So, ja, zuletzt war hier hinten eine große Baustelle, wo irgendwie ein Kran umgekippt ist. Ich nehme an, dass das behoben ist und wir das... Hä? Wie kommen wir jetzt zu unserer Patienten? Müssen wir echt durchs Wasser fahren? Hier ist gesperrt, da ist gesperrt. Probieren wir mal. Wenn wir nichts zu verlieren. Ne? So much for this. Da ist ein Fluss. Ah, wie viel die hier gebaut haben. Das ist ja gar nicht nötig, hier so viel zu bauen. Guck mal. So, dann ist hier. Da kommen wir auch nicht lang. Hä? Vor allem, wo geht dann diese Bahnlinie hin und so, ne? Das ist doch hier oben. Hier ist noch eine Parzelle. Pine Valley, da sehen wir, das gehört uns. So, Rivertown, da haben wir auch unsere Maschinen stehen. Aber wir kommen hier nicht weiter. Das ist aber komisch. Wie geht denn das dann? Ist die vielleicht aber nicht eingebaut? Aber das Spiel ist doch schon draußen. Übrigens, falls ihr euch fragt, wann ich euch endlich den Key dazu anbieten kann, weiß ich nicht. Guckt mal in die Beschreibung, vielleicht ist schon drin. Da spart ihr auch noch 2-3 Euro vielleicht. Da ist auch gesperrt. Jetzt bin ich aber... Da bin ich jetzt aber... Also die Bahnstrecke geht da durchs Wasser. Vielleicht müssen wir über die Bahnstrecke fahren. Also die Bahnstrecke endet hier. Auf der Karte wird so weiter angezeichnet. Dann ist das alles abgesoffen. Und jetzt? Jetzt bin ich aber überfragt. Ist jetzt vielleicht die Brücke fertig gebaut? Oder müssen wir... Nee. Ja, da sind dann die Straßen auch ausgebaut. Da können wir schön hierher fahren. Nee, ist klar. Alter, wer kommt denn auf so eine Idee? Da wären wir jetzt noch eine ganze Folge rumgefahren und hätten das nicht rausgefunden. Verdorino Müll. Ist auch gesperrt. Ich fahr mal weiter hier. Wir sind ja hier irgendwie richtig. Wahrscheinlich geht das da hinten bei der anderen Absperrung genauso. Wer kommt denn auf sowas? Was für eine schöne Brücke hier mit Beleuchtung. Guck mal. Und ein geiler Fluss. Mann, Mann, Mann. Da muss doch erstmal... Nö, nee, da haben wir jetzt die Parzelle, da können wir einfach hinfahren. Oh, oh, Garderol, das mit dir, das nimmt kein gutes Ende. So, da baggert der Bagger wieder, der Ladebagger. Und dann, was steht da? Slow down, caution. Bears Crossing oder was? Was stand da? Fußgängerverkehr. Ach, das ist egal. Die sind im Spiel nicht eingebaut, deswegen können wir Gas geben. Da muss man ja auch ein bisschen mit Logik rangehen hier. Keine Fußgänger im Spiel. Warnung von Fußgängern. Folge, wir geben Gas. So, was sagt das Mäppchen? Wir müssen noch weiter und vor dem See müssen wir rechts hoch. Was war denn nochmal? Pineview Drive. Da steht bestimmt das verlassene Haus aus Pineview Drive. Also verlassen war das ja gar nicht. Jetzt kommen wir hier in so einen kleinen Ort rein. Sehr schön. Mit so kleinen Brücken. Alter, wie viel Mühe die sich gegeben haben. Für nix. Das ist ja gar nicht nötig fürs Spiel, so gesehen. Außer, dass der Garderol dann vorbeifährt und sagt, das sieht toll aus. Oh, hier hoch. Ja, für Blöde haben die ganzen Wege auch abgesperrt, damit man hier nicht chaotisch und erratisch durch die Gegend fahren kann. Da bin ich ja mal gespannt.
Haben wir da einen Wohnwagen, dass wir sofort Tageslicht machen können? Das mit den Schatten, das ist lustig. Das passiert, wenn man das Sonnenlicht nicht abschaltet. Die Sonne dreht sich ja, müsst ihr euch vorstellen, aus Sicht des Game Designers, um die Spielwelt herum. Boah, wie geil, wir sind hier an den Bergen. So, die dreht sich um die Spielwelt rum. Und wenn die unter der Spielwelt ist, dann ist natürlich Nacht, ist klar. Die Schatten von Fahrzeugen so werden von der Sonne erzeugt, die irgendwie in dem Spiel drin ist. Ne? Wenn man jetzt nach 6 oder 7 Uhr, wenn die Sonne untergegangen ist, die Schatten, die Sonne nicht ausstellt, dann fliegen die Schatten durch die Gegend, weil die Sachen von unten angeleuchtet werden. So, wir sind da. Leute, wir sind in unserem neuen Claim. Wir machen mal das Licht aus, gehen zu unserem Wohnwagen und pennen eine Runde. So, und das ist unser neues Land hier. Und da ist unser Ding hingeliefert worden. Hinten steht's. So. Ich wollte aber erstmal gucken, gibt's hier, haben wir hier was im Lager? Wir werden Tier 3 ausprobieren, Stück um Stück. So, was ich gucken wollte, war, ob es hier auch eine Handclaim-Seite gibt. Eine Handgrabestation. Was eine alte Hunde gibt. Hier, ne? Das sieht so aus. Mhm. Das könnte sein. Und so clever wie ich bin, finden wir das wie folgt raus. Ja. Was? Natürlich! Kühe! Macht Sinn. Hier käme die Hogpen hin, okay. Also wir hätten hier eine Station dafür. Direkt mit Wasser daneben. Das gefällt mir. Da oben haben wir einen Hochsitz. Ja, sehr schön. Ja, und mit wie wir das dann aufstellen und was wir hier noch alles zu sehen können, das seht ihr in der nächsten Folge von Gold Rush, dem Goldgräber-Simulator. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ich gehe derzeit, derweil mal kurz woanders. Was? Wet? Soap. Aha, wie man Hände wäscht. Hm, gut zu wissen. Also, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Dieses und viele andere fantastische Videos in meinem Kanal gibt es dank der fantastischen Unterstützer auf Tippi. Schau doch mal selber vorbei. tippi.com/Garderobe und erfahre mehr darüber und über die Belohnung und viele weitere Infos zu diesem Kanal. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.